Hallo, in dieser Präsentation wird anhand von Erkenntnissen der Physik gezeigt, dass Licht keine Welle ist. Bereits im 17. Jahrhundert wurde bezüglich Strahlung zwischen der Wellentheorie und der Teilchentheorie gestritten. Einstein und andere haben anhand von Experimenten um 1900 eindeutig die Teilchentheorie als korrekt nachgewiesen. Da beide Theorien sich gegenseitig ausschließen, wurde damit die Wellentheorie als falsch nachgewiesen. Trotzdem hat die Physik an der irrealen Wellentheorie festgehalten und behauptet, dass Strahlung beides sein kann und dies als Welle-Teilchen-Dualismus bezeichnet. Durch das Festhalten an vielen weiteren widerlegten und damit irrealen Theorien hat sich die Physik bis heute immer weiter von der Realität entfernt. Zunächst etwas Positives, denn Wellen sind bereits perfekt erforscht worden. Bei allen beobachteten Wellen ist bekannt, wie sie entstehen und sich ausbreiten. Die allgemeine Erklärung für alle Wellen ist, dass Teilchen durch Kräfte bewegt werden und diese Bewegung verzögert auf Nachbarteilchen weitergegeben werden. Die bekanntesten Beispiele sind Wasserwellen und Schallwellen. Gemäß obiger Erklärung können Wellen nur mittels Teilchen existieren. In dieser Hinsicht gibt es einen tatsächlichen Zusammenhang von Welle und Teilchen. Für elektromagnetische Wellen gibt es dagegen weder eine Erklärung der Entstehung noch der Ausbreitung. Noch eine Anmerkung: Die wichtigste Regel der Physik ist, wenn etwas nicht physisch, das heißt dinglich, beschreibbar und erklärbar ist, gibt es dies auch nicht in der Physik. Man kann sagen, dass es bezüglich Strahlung eine Erkenntnis und einen Glauben gibt. Die Erkenntnis ist, durch Beobachtungen anhand von Experimenten wurde eindeutig nachgewiesen, dass Strahlung aus Teilchen besteht, da sich Strahlung genauso verhält wie alle Teilchen. Die Teilchen werden als Photonen bezeichnet. Der Glaube ist, ohne dass dies jemals nachgewiesen wurde, glauben immer noch viele Physiker, dass Strahlung aus Wellen von periodisch sich ändernden elektrischen und magnetischen Feldern besteht. Das sieht so aus. Zunächst wird jetzt der Dualismus wissenschaftlich betrachtet. Da Teilchen und elektromagnetische Wellen grundsätzlich widersprüchlich sind, schließen sie sich gegenseitig aus. Das heißt, Strahlung kann nicht manchmal aus Teilchen und manchmal aus Wellen bestehen. Dies wäre vergleichbar mit der Behauptung, dass die Erde manchmal eine Kugel und manchmal eine Scheibe ist. In Naturwissenschaften gelten die folgenden anerkannten Definitionen. Naturwissenschaft bedeutet, dass man durch Beobachtungen Erkenntnisse über die Wahrheit erlangt. Pseudowissenschaft ist der Glaube an etwas, was nicht beobachtbar ist. Und Antiwissenschaft sind Behauptungen entgegen objektiven Beobachtungen. Dualismus bedeutet also, dass in der derzeitigen Physik Wissenschaft mit Pseudo- und Antiwissenschaft gleichgestellt wird. Nun eine genauere Betrachtung der elektromagnetischen Wellen. Elektromagnetische Wellen sind aufgrund von nachgewiesenen physikalischen Erkenntnissen unmöglich. Hier nur einige Widerlegungen von vielen. Es gibt keine Kräfte, die bei Strahlung periodisch die Stärke von Magnetfeldern und elektrischen Feldern ändern. Das heißt, die Generierung einer elektromagnetischen Welle ist unmöglich. Es gibt keine Kopplung von elektromagnetischen Kraftfeldern, sodass die grundlegende physikalische Voraussetzung für die Ausbreitung einer elektromagnetischen Welle fehlt. Man weiß, dass elektrische Felder nur an geladenen Teilchen auftreten, die es aber bei Strahlung nicht gibt. Man weiß, dass magnetische Felder durch Bewegung von freien Elektronen gebildet werden, die es aber bei der Strahlung nicht gibt. Kraftfelder haben eine Energie.
Gemäß dem Energieerhaltungssatz können Kraftfelder nicht einfach entstehen und wieder verschwinden. Wie konnten dann aber die vielen Technologien entwickelt werden? Sämtliche technologischen Entwicklungen bezüglich Strahlung basieren auf der Grundlage, dass Strahlung aus Photonen besteht. Viele Technologien wären zum Beispiel nicht möglich, wenn Strahlung sich wie Wellen übereinander lagern würde. Die Konstanz von Laserstrahlung und die unbeeinflussten Signalübertragungen über Glasfaserleitungen wären unmöglich. Auf der anderen Seite gibt es bei Wellen Technologien, die die Wellen durch Überlagerung auslöschen, während es die bei Strahlung nicht gibt. Es ist auch bekannt, dass das Lichtmuster beim Doppelspaltexperiment nicht durch Interferenz entsteht, sondern durch Beugung, wobei offensichtlich ist, dass Beugung von Licht durch Ablenkung von Photonen verursacht wird. Dies wird in einem späteren Video erklärt. Zur neuen Physik. Die neue Physik weist auf Grundlage der neu entdeckten Weltformel nach, dass sämtliche optischen Phänomene ausschließlich mit Photonen erklärt werden können und müssen. Gleichzeitig wird gezeigt, dass die gegenwärtigen Erklärungen mittels Wellen sehr viele Widersprüche aufweisen und deshalb wissenschaftlich unmöglich sind. Alle Behauptungen der neuen Physik sind überprüfbar. Bisher wurde keine Behauptung widerlegt. Noch eine Anmerkung: Alle optischen Erklärungen anhand von Photonen wären von jedem Physiker gefunden worden, der danach gesucht hätte. Da es aber bereits eine angebliche Erklärung über Wellen gab, hat man nicht danach gesucht. Zum Fazit: Es ist schade, dass die Physiker bisher nicht zugelassen haben, dass wir alle die Wahrheit über das Universum erfahren. Jeder Mensch wird begeistert und überwältigt sein, wenn er erkennt, dass man mit nur 5 verständlichen Regeln sämtliche Vorgänge im Universum erklären kann, sowie wenn er erkennt, wie wunderbar logisch, anschaulich und strukturiert das gesamte Universum funktioniert. Vielen Dank für das Zuhören.